Hallo, ich bin der Marco, ich gehe auf die Abendrealschule, weil ich einen Arbeitsunfall hatte und deswegen die Ausbildung nicht beenden konnte. Ich bin die Charlina, ich gehe zurzeit auf die Abendrealschule und sehe das als sehr gute Chance, weil ich jetzt auch einen Sohn bekommen habe und möchte dann auch eine sehr gute Ausbildung abschließen nach der Abendrealschule. Je nach Schule dauert die Abendrealschule 2 bis 3 Jahre. Der Unterricht findet entweder in Teilzeit oder als Kombination von Teil- und Vollzeit statt. Wer die Grundschule und anschließend eine weiterführende Schule besucht hat, kann in eine Abendrealschule aufgenommen werden. Um auf dem 2. Bildungsweg den Realschulabschluss nachzuholen, müssen Sie zu Schulbeginn, das 17., bei manchen Schulen das 18. Lebensjahr vollendet haben. Außerdem sollten Sie eine mindestens 6-monatige Berufstätigkeit vorweisen können. Weitere Voraussetzungen erfahren Sie direkt beim jeweiligen Schulstandort. Hallo, mein Name ist Fotios. Ich gehe hier auf die Abendrealschule, schon seit 2020. Ich finde meine Schüler und Lehrer sehr nett hier. Ich habe es mir genauso vorgestellt, wie ich es dachte. Schwerpunkt des Unterrichts sind die 3 Kernfächer Deutsch, Mathematik und Englisch, sowie als 4. Kernfach naturwissenschaftliches Arbeiten. Weitere Fächer sind EWG und Geschichte. Hallo, mein Name ist Ravan Miriam und ich besuche die Abendrealschule, da ich meinen Realschulabschluss in 1 Jahr schaffen kann. Als nächstes mache ich eine Ausbildung als PTA, Apotheke. Hallo, mein Name ist Miruna und mir geht's super, weil ich meinen Realschulabschluss bald schaffe. Als nächstes kommt Abi für mich. Ich bin die Lorena und aufgrund meiner Leistungen durfte ich ein ganzes Schuljahr überspringen. Als nächstes mache ich eine Ausbildung zur Mode- und Grafikdesignerin. Hallo, ich bin Anna und mir geht es zurzeit sehr gut, weil die Prüfungen hinter uns liegen. Ich habe nach der Prüfung 8 Wochen Sommerferien. Danach mache ich ein freiwilliges soziales Jahr im Bereich Sozialpädagogik. Die Abschlussprüfung erfolgt nach landeseinheitlichen Aufgaben. Das Abschlusszeugnis ist allgemein anerkannt. Ich möchte mit dem Abschluss eine sehr gute Ausbildung erreichen. Ich sehe in der Abendrealschule meine Möglichkeit, einen anderen Beruf zu lernen, in derselben Firma, wo ich dann auch trotz meines Unfalls arbeiten kann. Ich mache danach eine Ausbildung im Büro und dafür brauche ich dann auch meinen Realschulabschluss. Was ich euch mitgeben kann, ist, dass sobald ihr in der Abendrealschule seid, könnt ihr innerhalb 1 Jahr euren Realschulabschluss machen und ihr habt schneller euer Ziel in Aussicht. Für diejenigen, die den Realschulabschluss möchten, die sollen einfach ohne Sorge herkommen. Mein Ratschlag ist, scheut euch nicht, den Lehrer anzusprechen, irgendwelche Fragen zu stellen, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Die Lehrer sind für euch da. Ich kann jedem den Rat nur geben, gebt euch niemals auf und verwirklicht eure Träume.